Wo ist denn der letzte jetzt? Hier war noch ein Creeper. Ist er abgehauen? Hat er sich verdünnisiert? Uah! Nein, er ist da! Ich hab's nur Boom und Zern, ey. Ah. Ja, hier ist immer irgendwie ein Block im Weg. Mein Block, mein Block. Tschüss. Oh, Haus jetzt. Der haut ab. Oder auch nicht. Toll, ist. Das sieht doch kacke aus hier jetzt. Kein Anstand, diese Creeper hier. Ich warte es hier wieder zu, weil das kacke aussieht. So. Also ich bin ja keiner, der so extrem auf die Umgebung hier achtet, aber ganz ehrlich, das sieht schon scheiße aus, wenn es da so übertrieben offen ist. Wie so eine offene Wunde, die man immer wieder aufgekratzt hat. Ah, oh, ekelhaft. Okay, ja, gut. Vollidiot. Ja, gut, okay. Ist das nicht so ganz grün, aber ich habe auch keinen grünen Daumen. Wir essen mal eine Runde kurz, was? Ah, ich wollte mal was ausprobieren. Zwar, gibt's einen kleinen Trick. Ah, okay, geht das nicht. Schade. Und zwar gibt es so einen kleinen Trick, dass man essen und abbauen kann. Allerdings nur mit Essen in der Hand. Oh, suchst du eine Mami? Ich helfe dir bestimmt nicht. Okay, hier waren wir schon. Wo war jetzt der andere Creeper? Ich weiß es gerade nicht. Oh, ich dachte schon. Achso, hier sind wir. Ich glaube, das war's mit der Höhle hier, ne? Ich weiß es gerade nicht. Hinten geht's auch nochmal kurz rein. Ach, hier ist auch wieder Sackgasse, gut. Gut, dann haben wir die Höhle hier auch erstmal. Ja, was heißt Höhle? Den kleinen Einbahnstraßentunnel haben wir jetzt auch erstmal erledigt. Dann können wir hier auch mal rausgehen. Schade eigentlich. Ich hätte mir mehr erhofft. Und verdammt, wir haben schon wieder. Ich muss aufhören aufzunehmen. Verdammt. Seit 2 Folgen müsste ich eigentlich aufgehört haben. Ja, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Verdammt. Jetzt such mal den Hexenzirkel und dann ist Schluss erstmal für heute. Schnauze jetzt da. Mann. Also mein Musikgeschmack ist echt fragwürdig manchmal. Huch. So, Essen nehmen wir natürlich erstmal mit jede Menge. Denn das Anpflanzen bzw. Wachsen ist ja nicht sonderlich fast. Deswegen. Ist nur Gras. Bin ich jetzt irgendwie voll plemplem oder so? Der war doch hier in der Nähe, das weiß ich doch ganz genau. Nee, so weit war es nicht. Wir sind schon geradeaus und dann so ein bisschen rechts gegangen. Das weiß ich noch. La 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 la. Huh. Ich dachte, da oben ist ein Dreckturm, aber das ist nur eine Festung, wollte ich gerade sagen. Alabama, ist das laut in den. Oh, diese Idioten. Aber hier ist eine Höhle. Schlaue Idioten. Ich stelle jetzt keine. Wow. Ich stelle jetzt keine Fackel in jede Höhle rein. Lohnt sich gar nicht. So, ich suche jetzt verdammt nochmal erstmal diesen verdammten Hexenzirkel. Ich will diesen Diamantenblock haben. Das wäre der erste meiner Karriere. Ist auch irgendwo hier im Wald, das weiß ich. Wir sind auf die Lichtung gelaufen, rechts lang. So, und dann sind wir wieder zurückgegangen, haben uns. Ich glaube, ich hänge in der falschen Episode. Ich hänge, glaube ich, bei. Ja, ich hänge bei Episode 3.
Was? Boah. Hier scheint eine riesen Höhle zu sein. Oh, cool. Cool. Uiuiuiuiuiui. Ach du Schande. Ach du Creepy, meine Jüte. Jetzt blass dich mal nicht so auf hier, ja? Nur mal kurz reingucken. Okay, gut. So weit, so gut. Gerade kein Grund genug, um weiterzugehen. Denn ich weiß ganz genau, sobald ich hier jetzt reingehe, komme ich in den nächsten 2-3 Folgen nicht raus. Und ich muss die Aufnahme beenden. Verdammte Axt. Es ist dunkel. Ach, Wasser, ich dachte schon. Wo ist dieser verdammte Hexenzirkel? Was ist das? Ah, Kirschen. Nein, okay. Ne, es war weiter da hinten, genau. Was war nicht bei totem Holz? Dann gehe ich jetzt nochmal eine Runde. Uah. Da wäre ich jetzt fast reingelaufen, wenn ich mich weiter so gedreht hätte. Ich gehe jetzt mal eine Runde pennen. Hoffe, ich kriege keins aufs Maul. Und dann gehen wir mal da hinten hin, also da hinten, wo die Lava auch ist. Und gucken, ob da der Hexenzirkel drin ist. Ich hoffe, boah, diese Grillen, ey. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Dass ich aber noch keine Mitteilung bekommen habe, dass ich mich melden soll. Eine Freundin wartet nämlich darauf, dass ich mich bei ihr melde. Ich hatte ihr gesagt, dass ich nur ganz kurz aufnehme, so 1, 2, 3 Folgen, aber da wurde ich unterbrochen, also gestört, bevor ich die Aufnahme überhaupt beginnen konnte. Deswegen hat sich alles ein bisschen verzögert und jetzt hänge ich schon in der 3. oder 4. Aufnahme. Also Folge. Okay, wie blöd muss man sein? Das ist ein Grashüpfer, also mal im Ernst. Oh. Was quackst du da? Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Entschuldigung. Aber so kommunizieren wir heutzutage. Erst quaken wir einen Haufen Scheiße, dann paar aufs Maul und dann ist Ruhe. Ja. Boah. Es ist so laut auf den Kopfhörern. Kühe! Ich meine, Kühe. Ich darf nicht so ins Mikro brüllen. Ui. Oh. Komm her. Ich lasse die Kühe jetzt mal Kühe sein. Wobei wir brauchen Futter. Hallo, da. Ich weiß, ist nicht gerade naturfreundlich hier. Aber wir brauchen, wie gesagt, Futter. 2 Stück noch hier, okay, die lassen wir. Die müssen sich ein bisschen vermehren, ne? Macht's wie die Kanickel! Hühner lassen wir, die... Ah, da, ja. Gibt's eigentlich Krokodile hier im Spiel? Nee, ne? Ich nehme hier einfach irgendwas auf, also ist, dunkles Laub. Ah, hier. Gut. Boah, bitte jetzt kein Creeper oder so. Was haben wir denn hier jetzt? Roadlines. Ah, die kann man abbauen. Ja, warum nicht? Da werden die Damen sich freuen.
ja, der Buchclub wird wahrscheinlich dann nicht mehr stattfinden. Zumindest nicht mehr dieses Jahr. Ich hasse Lava. Das klingt richtig brutal hier. So, blub, 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 blub. So, und hier Ascheblock. Wir sind voll. Ich weiß nicht, warum ich den Ascheblock hier jetzt mitnehme. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht runter... Weil hier unten Lava ist. Ich stehe einfach mal nur so, weißt du? Einfach jetzt nur so die Sachen hier mitnehmen. Obwohl sie jetzt am Ende brauchen oder nicht. Grimstone. Was macht man bitte mit Grimstone? Irgendwas mit Thistle, ja klar. Schissel. Ich nehme jetzt auch mal einfach mal mit. Die Steine verursachen diese komischen Sterne. Das ist ja cool. Da, hier. Diese Sterne. Was die wohl bedeuten? Tyren. Mann, wir sind voll. Das kann weg. Ey, mal am Kopf kratzen hier. Vielleicht können wir die ja für irgendwas gebrauchen. Das wäre natürlich super interessant, dass sie so bringen. Oder was sie überhaupt machen. Oder was man überhaupt allgemein machen kann. Würde mich allgemein mal interessieren. Okay, hier ist ein Diamantblock. In Obsidian. Ja, komm. Falsch. Ja. Okay, wir haben jetzt einen Diamantblock in Obsidian. Mit Eisen abgebaut. Also was daran ist schon mal falsch? Achso, ich glaube, das ist eine Truhe. Was ist denn Lavafluss hier, ey? Meine Güte. Ich gucke mich jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen um. Verlaufe mich dann erstmal so richtig schön krass, dass wir unsere Hütte nicht mal wiederfinden. Gelber Holunder. Ah. Ja, okay, mit Verlaufen, also mit weit kommen ist jetzt nicht unbedingt was, aber. Boah, das sieht ja schon nice aus da unten. Gut, also näher nicht unbedingt. Sieht aus wie. Nein. Keine ekelhaften Anspielungen mehr. Oh. Geh weg. Höhle! Salz! Nur weil ich das Eisen mitnehmen will hier. Also höhlentechnisch aber eigentlich gut was zu gucken. So, die Fackel nehme ich alle wieder mit. Markiere die Höhle hier. Alter, man sieht ja gar nichts. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich in den älteren Folgen sehr oft Alter sage. Das versuche ich natürlich ein bisschen zu dämmen. Merkt man eventuell auch. Aber es kommt teilweise einfach so rausgeschossen, dass... es ist hell auf einmal. Da hat man nicht immer eine Kontrolle zu. Ich gehe so... Ja, Alter, Höhle markieren, ne? Nicht vergessen. Wie markiere ich denn am besten, dass man die auch so sieht? Ja, ist zu hoch wahrscheinlich. Ich mach's mal jetzt einfach so. Ja, ist ja gut. Dürfte man wahrscheinlich eher nachts besser sehen. Ach, da ist die Ente. Aber gut, okay, man erkennt es auf jeden Fall, wenn man hier im Wald unterwegs ist. Wir wissen ja jetzt, wo der Hexenzirkel war. Und wir haben sogar einen Diamantenblock. Ich hätte natürlich jetzt weiter nach einem gucken können, aber
Ja, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hätte, ob wir da jetzt auch einen wirklich gefunden haben, weil... Kann man ja mal nächstes Mal machen, wir sind eh voll. Und ja, jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Ananas, geil. Scheiße. Da ist noch Traube oder irgendwie sowas. Leder brauchen wir nicht. Grape. Ich werde beobachtet. Wir werden beobachtet. Diese Hühner immer so klicken. Ja, die Musik setzt natürlich jetzt zu spät ein, die passende, ne? War ja klar. So weit sind wir gar nicht von zu Hause entfernt. Bäh. Autsch. Hallo, Donald. Ja, Daisy kommt wieder, keine Sorge. Da sind wieder Schweine, aber wir sind eh voll, deswegen... Wir sollten auf jeden Fall mal nach diesen extra Birnen suchen. Damit wir auch Birnenbäume bauen können. Ja klar, bauen. Ah, der erste Apfelbaum. Der Früchte trägt. Wie es mit denen hier aussieht, weiß ich nicht. Waldbeere. Reich an Früchten. 2 Stück. Sieht irgendwie... wie ein Raumschiff aus. Aus Holz. Wahrscheinlich ein recycelbares. Na schön, dann bauen wir jetzt... Packen wir erstmal alles hier rein. So. Ich glaube, man braucht einen Schüssel dafür. Wir haben jede Menge Futter, also was heißt jede Menge Futter? Wir haben auf jeden Fall gut was an Futter dabei, was man noch anpflanzen kann. Das machen wir aber später. Denn ich muss jetzt ganz dringend die Aufnahme beenden. Ganz, ganz, ganz dringend. Sonst gibt's Ärger. Ach, das kann ich alles mal drin lassen. Wollen wir den Schissel? Wollen wir Schissel? Da ist der Hammer. Ich pack die Sachen mal in eine andere Truhe rein. So, da ist der Schissel. Mal gucken. So, die kann ich ja... Ne, ich lasse die Kerzen so. Ja. Warte mal. Warte. Ja. Halleluja. Wir haben mit einem Block 9 Diamanten gefunden. Geil. Ich lasse die aber jetzt erstmal so. Denn wie gesagt, ich muss die Aufnahme ganz dringend beenden. Okay, wir können auch warten, bis das Eisen da fertig ist. Aber Hammer. Geil, wir haben mit einem Block 9 Diamanten gekriegt. Also, schlafen gehen wollte ich jetzt nicht, aber... Geil. Geil. Geil, Alter. Jetzt darf ich's sagen. Mal gucken, wie das Feld hier aussieht. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Sehr gut, erwachsen. Boah, ich habe so Angst, dass ein Creeper hier oben auf einmal auftaucht. Ich mache das jetzt nur mal so zwischendurch hier, ne? Ich gucke jetzt nicht alle Nasen lang nach diesen sternlichen Feldern. Das würde mich selbst Kirre machen. Ich, ganz ehrlich, das ist sogar nicht wirklich meins, dieses Farmen. Boah, dieses Gekrabbel der Spinner, das sieht so ekelhaft an. So, immer den Blick nach links, damit ich auch schön sehe, was jetzt reif ist und was nicht. Also wir haben schon gut was zu essen dafür, dass wir nicht wirklich viel einpflanzen. Boah, die Musik ist so leise gerade. Aber ich liebe solche deutsche Klassiker. Ich liebe solche Klassikmusik einfach. Okay, Eisen haben wir 62. Wir haben 9 Diamanten. Was richtig, richtig mega geil ist. So, ich stopfe jetzt mal
das Hühnchen hier rein. Hör auf, die Wand zu schlagen. Na komm, ich fress das mal noch ein bisschen. Einfach nur, damit wir auch voll Energie haben, wenn wir nämlich das nächste Mal starten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall wieder mega Spaß. Merkt man eventuell, weil ich immer weiter aufnehmen will. Verdammt. Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Vielleicht mache ich nachher noch weiter. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Also, bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, Kommentare schön in die Kommentarabteilung. Und nochmal kurz auf den Fehler. Ich hoffe, mir kann irgendeiner helfen. Dafür entweder hier in meine Folgen reinhauen, also in die Kommentare, oder in das extra Video, was ich bereits hochgeladen habe, oder was, ja, was ich hochgeladen habe. Ich hoffe, mir kann irgendeiner helfen. Wenn nicht, gut, muss ich gucken, dass ich irgendwie das anders hinkriege. Ja, ist ja gut, ich mache jetzt Schluss. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin weiterhin euer Chester. Tschüss.